Hallo, hier ist wieder euer Adriano aus der Negroni Bar in München. Hiermit möchte ich einen kurzen Einblick in meiner Barwelt geben, was man dazu benötigt, um einen leckeren Cocktail zu mixen. Ich fange mal ganz einfach an mit den Gläsern. Das hier ist ein Martini-Glas oder Martini-Spitz. Das hier ist eine Cocktailschale. Das hier ist ein kleiner Cocktailbecher oder kleiner Tumbler. Das hier ist ein klassisches Longdrinkglas. Das hier ist ein Fancyglas oder genannt auch Zombieglas oder Coladaglas in der normalen Fachsprache, liebe Cocktailfreunde. Dann mache ich auch gleich weiter mit dem Werkzeug, was ich so hinter meiner Bar verwende. Da haben wir ein Rührglas, einen klassischen Rührlöffel oder Barspoon, passend dazu. Das hier ist ein Boston Shaker. Das hier ist ein Ausgießer oder Jigger mit 2 cl und 4 cl Maßeinheit. Das hier ist ein Bar-Sieb zum Absieben des Inhaltes in den Cocktailgläser. Ein klassischer Cocktailshaker. Eine kleine Zange zum Anfassen des Obstes und oder Zitronenzesten. Eine Eiszange zum Anfassen der Eiswürfel. Natürlich, das ist eine Zitrone, Saftpresse oder Orangenpresse. Wird meistens in der Bar verwendet, ist auch sehr beliebt bei uns Bartendern, um schnell kurzfristig mal was zu pressen. Ein scharfes Obstmesser, klein, großes Obstmesser zum Schneiden der Ananas oder größeren Früchten. Dann haben wir hier einen Zestenreißer zum Abreißen der Orange oder Zitronen oder Limetten. Dann haben wir einen ganz klassischen Stößel zum Pressen der Limetten oder Obstes im Glas. Ja, das war's dann soweit. Ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen Einblick in meiner Barwelt bzw. in unserer Barwelt geben.